So, hallo, wir machen weiter. Bei Breath of the Wild, TOTK. Ich habe hier ein bisschen rumprobiert. Ich bin noch nicht so ganz schlau geworden, wie das hier gehen könnte, aber ich habe eine Idee. Also, das geht gar. Es ist safe nicht so gedacht, aber es scheint Folgendes zu funktionieren. Wenn ich jetzt... Moment. Erstmal wieder richtig rumdrehen. So, zack. Wenn ich jetzt das hier hinsetze und wenn ich jetzt Folgendes mache, ich bewege jetzt das Teil einfach mal hoch und runter. Ja, so. Und wieder vorsichtig runter. So. Und wenn ich es jetzt irgendwie schnell schaffe, hier hochzukommen. Irgendwie. Ja, jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Mit der Zeitumkehr kann ich die Bewegung, die gerade eben passiert ist, die kann ich einfach nachspielen. Und wenn ich jetzt drauf haue... Ach, schade. Ich habe jetzt gehofft, dass der mich jetzt deutlich höher schießt, aber der hat mich jetzt überhaupt nicht hochgeschossen. Warum hat er mich denn jetzt so gar nicht hochgeschossen? Weil wir in der Luft waren? Weil es dann keinen Widerstand zum Boden gibt? Hat er mich deswegen jetzt nicht hochgeschossen? Weil das hätte wäre interessant gewesen, wenn das halt funktioniert hätte. Ansonsten gebe ich an der Stelle erstmal auf. Ich verbringe hier viel zu viel Zeit. Dann weiß ich einfach nicht, wie es geht. Dann schreibt mir gerne, wie es geht, falls ihr es beschreiben könnt. Falls ich komplett dumm bin. Vielleicht ist es aber auch hier wirklich was, wo ich richtig, also woran ich einfach noch überhaupt nicht denke. Dass ich wirklich noch in eine völlig falsche Richtung denke. Ist jetzt erstmal egal. Wir haben hier genug Zeit verschwendet. Wir gehen raus. Ich komme durch diesen Schrein nicht. Ich weiß nicht, wie er geht. Ich weiß nicht, wie er geht. Ich muss aufgeben. Ich wollte ja auch eigentlich zu dem Turm laufen. Ne? Gut, und an der Stelle, wer mich noch nicht kennt, das ist ein schönes Beispiel. Man sieht einfach nur mein Erlebnis. Ja, das, wenn es mal länger dauert, ist es leider so. Und auch wenn es mal keinen Erfolg gibt, ist es leider auch so. Wie komme ich jetzt da rein? Da muss ich da hoch. Problem ist, es regnet. Na toll. Und hier ist jetzt nichts. Nichts, was deckensprungtechnisch funktionieren könnte, ne? Nee. Das ist alles nicht stark genug. Oder? Gibt's hier grün irgendwie? Ha! An einem ganz kleinen Pixel gibt's grün. Yes! Yes! Sehr schön. So. Dann sind wir doch schon fast oben. Komm, das kriegst du jetzt auch noch hin. Prima. So, was haben wir denn hier Hübsches? Große Sonoenergiesphäre, okay. Ach, das wäre wahrscheinlich gedacht gewesen, dass man den hier irgendwie raustransportiert. So, aber ist jetzt ja egal. So geht's auch. Hui. Und der powert mich halt viel höher, ne? Also viel, viel höher. So, und hier rüber wollen wir. Hier wollen wir hin. Da wollen wir hin. Aber das sieht schon auch echt cool aus. Okay, jetzt gehen wir es mal darüber. Da unten ist so ein komischer Geisterviech. Das interessiert mich aber jetzt nicht, die Bohne.
Da ist wieder so ein Monsterposten. Der interessiert mich auch nicht, die Bohne. Ich hoffe, ich kann den umgehen. Weiß immer noch nicht, was das für ein Ring ist. Wir werden es... Oh! Ich will nicht mit der Fackel angreifen. Nein, das will ich auch nicht. Oh, das klappt ja super. So, schon besser. Okay, lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Da oben ist ein Krog. Und es regnet nicht mehr. Sehr schön. Es regnet nicht mehr. Wunderbar. So brauchen wir das. Kroggy. Moment. Wir sind ja eh gerade am Fotografieren gewesen auch. Alles fotografieren. Das haben wir noch gar nicht. Sonnenfleckchen. Eine wilde Pflanze, die an sonnigen Stellen in großen Höhen wächst, kann als Kochzutat deine Herz wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Ah, okay. Auch gut. Kroggy. Den kann ich bestimmt auch einmal fotografieren, den Kollegen, ne? Bivarock. Say what? Okay, den lassen wir schön in Ruhe. Hilfe. Den lassen wir schön in Ruhe, den Kollegen. Ich bin wirklich auf die nächsten Schreine gespannt, ob ich mich da auch so blöd anstelle. Oder das jetzt einfach ein ganz spezieller, komischer Schrein war. Bin schon sehr gespannt. Was ist das? Wasserfrucht. Enthält unter hohem Druck stehendes Wasser als Kochzutat, erhöht sie dank ihrer natürlichen Schmiermittel eine Schwimmgeschwindigkeit. Ah, I see. Interessant. Shish. Höhle am Sahasra-Hügel. Leuchtpilze, okay. Lässt er dich leuchten? Aha. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Jetzt nicht so weit gekommen. Ja, ich habe aber auch gerade nichts, womit ich verknüpfen kann, ne? Außer das. Ah, doch, hier habe ich was. Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht so effektiv sein. Ich fürchte, das ist nicht so effektiv, wie ich mir das vorstelle. Shish. Was ist das für eine komische Höhle?
Okay, das war mal ein starker Schlag. Alter, was zum... Wir aktivieren das mal den Turm. Weil da drinnen scheine ich irgendwelche Leute aufgeweckt zu haben. Das muss ja auch nicht sein. Okay, wir sind am Turm. Das ist doch was. Sahasra-Hügel. Ach nee, sag nicht das zu. Ja. Ja. Was gibt's denn? Okay. Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Tür ist nicht abgesperrt und sonst verriegelt, wenn man aber drückt oder zieht, bewegt sie sich keinen Zentimeter. Schiebetür. Höhle in der Nähe, Pilze sammeln gehen. Ja. Was interessieren mich denn deine Pilze? Also braucht der Pilz oder was? Ach komm schon. Also muss ich jetzt durch diese Höhle. Mist. Na gut. Aber er hat jetzt auch keine Quest ausgelöst, so im Sinne von, hey, kann ich mich einfach Pilze geben? So, ich hab doch Pilze. Also, keine Ahnung. So, guck mal hier, Pilz. Da, Pilz. Ich muss den Schalter finden und der Schalter... Ah! Das hat mir ja schon... Habe ich ja schon in Dings gesagt, ne? Das war wahrscheinlich diese... Ja, ich muss diesen Schalter finden und der wird in der Höhle sein. So rum. So wird ein Schuh draus. Okay, 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 okay. Ja, ist in Ordnung. Dann machen wir das halt. Ich habe keine Lust, gegen Biber aufzukämpfen. Wo ist der? What the heck? Nee. Wir gehen in die Höhle und dann ist alles cool. Tschüss. In der Richtung sind nämlich auch Viecher. Wer läuft da so rum? Okay. Auf in den Kampf! Oh, solche Viecher. Oh.
Okay. Okay. Jetzt habe ich keinen Bogen mehr. Bogen, 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 Bogen. Ah, wahrscheinlich kaputt gegangen. So. Und tschüss. Okay. Horrorblinhorn. Ast. Horrorblinhorn. Achso, das eine war blau, das andere war normale, okay. Sonst irgendwas noch hier liegen lassen? Ja, Erzbrocken, gut, können wir auch mal fotografieren. Okay. Ah, dann ist das wahrscheinlich die andere Seite. Wahrscheinlich habe ich jetzt wirklich die erledigt, die ich erledigen sollte. Oha, was liegt hier alles rum? Oh, Leuchtpilz, davon brauche ich wahrscheinlich noch mehr Stück. Schatztruhe kann man auch einmal fotografieren, ja, sehr gut. Fleisch. Ich will das Fleisch fotografieren, Mann. Ich will das Fleisch fotografieren. Ich darf das Fleisch nicht fotografieren. Dann halt nicht. Okay, Schild ist cool. Ja, der kann weg. Können wir den auch gleich mal fotografieren. So, zack. Okay. Hat mir jetzt noch nicht so ganz. Ich dachte jetzt erst, hier ist es vielleicht, aber ist es nicht. Alter, Synthese, Angriffsstärke 11. Yo. Nicht schlecht, Herr Specht. Da war leider nicht der Schalter, um das zu öffnen. Falls es überhaupt so einen Schalter gibt, ich weiß es ja nicht. Das ist jetzt nicht so gut. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den Weg so rum, ne? Ja. Es wäre theoretisch in der Richtung, könnte noch was sein. Aber wie kriegen wir jetzt denn das ganze Zeug hier auf die Schnelle auf? Ohne 3 Millionen Hämmer zu ver... 3 Millionen Steine hier. Die Steine. Na, weißt du schon. Okay. Da ist ein neuer Felsbrocken, dann machen wir halt nochmal Synthese. Hier ist ein anderer Weg, was? Das ist jetzt eine andere Seite, an der ich rauskomme. Na gut. Hilft mir jetzt auch nicht so riesig. Aber ich glaube, dann ist jetzt hier der Weg komplett durch, ne? Ah, hier muss ich noch durch. Hier hinter ist noch Stuff. Warte mal.
Das ist jetzt ein viel krasserer. So, aber ist hier jetzt vielleicht zumindest der Schalter, den ich suche? Oh, hier ist so ein Ding. Ach, Mist, zu langsam. Schade. Hä, was habe ich jetzt wieder gedrückt? Oh, Rotonit, sehr gut. Ja, aber hier ist nicht dieses Ding, um den Turm zu öffnen. Ich fürchte, hier ist auch nicht das Ding, um den Turm zu öffnen. Es war cool, dass der Kollege hier ist. So, das ist nice. Aber hilft mir leider noch nicht weiter. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alle Wege geöffnet, kann es sein? Ich glaube, mehr ist in der Höhle dann doch nicht. Ja, vielleicht reicht ja auch das Fleisch. Ich habe ja Fleisch gefunden, vielleicht will er ja auch Fleisch haben. Es kann auch kein Zufall sein, dass da Fleisch rumliegt und er sagt, er hat Hunger. Oh. Unten an diesem Hügel. Ja, aber da... Mann... Ich dachte jetzt halt, vielleicht ist in der Höhle so ein Schalter. Also kann ja auch sein, dass da immer noch so ein Schalter ist und ich einfach dumm bin. Aber was soll das gleichzeitig mit dem "Ich hab Hunger"? Ich habe doch jetzt hier jeden Weg aufgemacht, den es gibt. Leuchthöhlenfisch, auch interessant. So. Ich meine, bin ich wieder blind oder? Hier oben war nur das Fleisch und die Höhle. Und die Truhe. Mehr war hier nicht. Dann habe ich hier alles aufgebrochen. Hier ist auch nichts mehr. Jetzt ging's hier raus, da war ich auch schon. Aber mehr ist hier ja nicht. Jetzt habe ich doch alles aufgemacht. Mist. Mist. Na gut. Das hilft mir leider nicht. Hilft mir leider gar nicht.
Aber ich wüsste halt, wenn ich halt. Ja, ich habe halt keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob es hier so einen Schalter gibt, der diese Türme auslöst immer. Ob man den finden muss. Und dass der Typ was von der Höhle sagt, war ja sinnvoll. Deswegen habe ich gedacht, ich guck mal in der Höhle rum. Aber es hat mir leider nichts gebracht. Ha. Scheiße. Oha. Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Hat nichts gebracht. Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Ja, Mist. Wait, habe ich jetzt das Fleisch noch? Ja, okay, doch, das habe ich noch. Ich meine, vielleicht will auch, dass ich es brate erst, so, keine Ahnung. Aber gebratenes Fleisch hätte ich doch, glaube ich, sogar auch im Parat. Ja, hätte ich sogar. Also das kann es auch nicht sein, dass er das will. Aber er sagt ja auch nichts. Ich habe Hunger vom vielen Nachdenken. Höhle in der Nähe, Pilze. Ich war in der Höhle. Aber unten an diesem Hügel. Also ist das jetzt halt unten oder ist noch weiter unten unten? So, weißt du? Ist das jetzt dieses unten? Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ist das dieses unten? Die komischen Pilze habe ich ja gesammelt, aber die bringen ihm ja auch nichts. Ich raffet, was das Spiel von mir will. Ich habe hier auch nichts übersehen. Das habe ich alles hier gemacht. Oh, muss ich das Viech nochmal befreien? Oh, warte mal. Nee, hä? Alter, der Fels ist einfach so an der Stelle wahrscheinlich. Okay. Ja, nee, das Viech ist schon weg. Okay. Aber hier ist ja auch nichts. Nee, hier ist auch nichts anderes. Also in der Höhle, in der hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sehe hier nichts mehr. Ha. Sehr verwirrend das alles. Aber der redet doch nicht extra von der Höhle unten am Hügel, wenn dann da was... Oh mein Gott. Och nee, die gibt's auch wieder. Wollen wir es mal probieren? Ich meine, grundsätzlich weiß ich noch, wie man die besiegt. Ich will mal gucken, wie stark der ist. Und ob das noch so funktioniert, dass man einfach auf den draufklettern kann und erstmal sich die Waffen snacken kann. Wäre ja interessant. Toll.
Scheiße. Okay. Okay. Was hat der alles dabei? Oh, jetzt nimmt er den Baum, ne? Ja, komm, wirf deinen Baum. Nice. Ganz schön stark, der Dude. Oder ich bin halt eher noch ganz schön schwach. Ach, Mann. Oha, hier geht's runter. Das ist nicht so gut. Ach, leck mich doch. So, okay, wir brauchen eine andere Waffe. Nicht Fotomodul. Ja, das ist alles nichts Gescheites. Ah, ist leider alles nichts Gescheites hier. Ah, scheiße, hilft nichts. Aber wir geben ihm ganz gut. Toll. Ja, doch, wir geben ihm schon ganz gut, so ist nicht. Ach, Mann. Treffer. Und die hält auch ganz gut die Waffe, muss man mal sagen. Scheiße. Ach Mann, ich hatte ihn fast. Jetzt war ich wieder zu ungeduldig. Ich hätte nochmal weggehen sollen. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Einfach zu ungeduldig. Das war halt keine gute Idee. Nein! Nein! Mann! Ich treffe den einfach nicht. Es ist schon schlimm. Bitte geht doch. Ich drücke immer die falsche Taste.
Ach lol, ich habe gerade gar nicht mit der Waffe da gekämpft. Weg, 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 weg. Nicht wieder ungeduldig werden. Weg. Diesmal nicht. Diesmal nicht. So, jetzt. Und tschüss, mein Freund. So, was lassen wir denn alles Hübsches liegen? Ein Hinoxhorn. Was noch? Apfelhammer auch noch nicht fotografiert. Ein da. Nein. Den Hinox-Fußnagel willst du nicht, oder wie? Den willst du einfach nicht, okay. Kann ich verstehen. Schwertbanane. Ja, die anderen Sachen will er noch nicht. Ist in Ordnung. Zwölf Synthese-Angriffsstärke. Ja, moin, let's go. Soldaten. Ach. Soldatenbogen. Zack. Wie, die mag er nicht. Die will er nicht fotografieren. Reiseschwert. Zack. Rüstungskürbis. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Wildbeere. Oh, die habe ich jetzt nicht fotografiert, die Wildbeere. Ja, wurscht. Ja, aber. Die will er auch. Die will er einfach nicht fotografieren. Dann soll er es lassen. Jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Ja, dann halt nicht. Okay, dann auch das nicht. Habe ich die schon fotografiert wenigstens? Nein. Dann jetzt. Zack. So. Okay. Hyrule-Pilz haben wir auch noch nicht fotografiert. Let's go. Es bringt mich zwar nicht weiter in meinem Problem, aber es ist ein Erfolgserlebnis. Wieso kann ich Glühwürmchen nicht fotografieren? Kann ich die einfach nicht fotografieren? Na gut, dann halt nicht. Dann ist das so. So, was ist da oben? Das Steinding sieht irgendwie verdächtig aus. Haben wir schon fotografiert, ne? Ja. Und die Dinger da? Ja, haben wir auch fotografiert. Aber hilft mir jetzt auch nicht wirklich viel. Ha. Was ist das? Was ist das? Was ist da runtergekommen? Das Ding ist gerade hier einfach. Ja, geh doch mal darüber. Ist das irgendwas Tolles jetzt? Oder ist das jetzt einfach da gelandet, weil es stürzen halt einfach Sachen ab? Wait! Ich glaube, das reicht nicht aus zeitlich. Cool.
Das ist jetzt passiert. Mich würde jetzt nur interessieren, macht es jetzt Schaden, wenn ich mit dem Ding aufkomme? Nein. Interessant. Okay. Aber das ist jetzt runtergestützt, das hat halt auch einfach überhaupt keine Bedeutung gehabt, so. Okay, es ist einfach gekommen. Was bist du denn? Nichts, was sie fotografiert. Was ist das? Ist das irgendwie so ein Gerät? Okay. Okay, es sind mehrere. Aber das sind... Ach, das sind dann so Naubauteile. Ja. Das sind dann so Naubauteile, aber... Die nützen mir leider nichts. Hui. Außer ich könnte es an eine Waffe ransetzen. Warte mal. Ich habe doch hier eine neue Waffe. Ja, ein Reißeschwert. Setzen wir es doch daran. Ja, okay. Zack. Kann ich damit jetzt fliegen? Aber das macht tatsächlich irgendwas mit meiner Batterie. Hä, um das einzusetzen, kostet es Batterie. Okay. Sehr interessant. What the heck? Was bist du? Was ist denn jetzt kaputt? Bluffbaum. Alles klar, mein Freund. Okay, nee, ich komme hier nicht. Ich komme gegen den. Ich weiß nicht, was ich machen soll gegen den. Feuer vielleicht? Nee. Nee, oh Gott, das ist noch einer. Okay. What? Ich bin völlig überfordert. Wo starte ich jetzt? Ah, hier, bevor ich die verknüpft habe gerade, ne? Ja, okay, alle Raketen sind wieder da. Gut, dann wissen wir jetzt, dass da oben interessante Bäume sind. What the heck? Bluffbaum, ey. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Ah, hier ist ein riesiges Moblin-Lager auch. Theoretisch suche ich immer noch die Höhle, von der die da gesprochen haben, aber das muss doch eigentlich dann die da sein. Ich raff das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg den Turm jedenfalls gerade nicht an. Kann ich machen, was ich will. Ha! Aber wir müssen halt auch erstmal ein bisschen erkunden. Das hilft nicht. Boblins. Hä, schwebt der... Hä? Der nähert sich mir gar nicht.
Ja, gut. Das war es dann auch an der Stelle. Aber wir machen schön Fotos. Ist auch Fortschritt. Nicht der Fortschritt, den ich suche, aber es ist Fortschritt. Kakuda-Auge. Und wahrscheinlich ein Kakuda-Flügel, der sich nicht fotografieren lässt. Ja. Okay. So. Ja, ich werde nicht schlauer aus. Ich werde weder aus diesem Schrein da schlauer. Habe ich den schon fotografiert? Ja, ne? Ach ja, das sind wir ja. Ja, okay, pass auf. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Nee, das wollte ich nicht. Das hier ist doch das Ding, was ich angreifen muss, ne? So. Okay, der haut mich wieder runter. Das ist okay. Jetzt muss ich halt irgendwie wieder hochkommen. Beziehungsweise. Ja, doch, ich muss irgendwie wieder hochkommen. Ah! Ich weiß auch wie. Scheiße. Was? Der hat sich gedreht und dadurch habe ich Schaden genommen, oder was? Oder war da noch ein Pfeilviech? Hä, ich habe das nicht gerade. Wo habe ich Schaden genommen? Durch was habe ich jetzt Schaden genommen? Der hat sich gedreht? Und dann? Hä? Okay. Jetzt ist er da ein bisschen woanders. Das ist jetzt natürlich auch wieder blöd. Wo ist mein Bogen? Erstmal egal. Ah, scheiße. Wollte ich nicht. Das war auch nicht, was ich wollte. Der kann mir doch jetzt hier oben nichts tun. Also was, wie will der denn jetzt hier? Der dreht sich und dadurch nehme ich Schaden. Ja, okay, meinetwegen. Dann akzeptiere ich das halt mal so. Da ist schon wieder irgendwas runtergestürzt. Also komme ich nicht hoch. Ja, das lässt er natürlich nicht zu, das ist mir klar. Oh.
Ah, ich war so schön von oben drauf auf dem. Da konnte ich recht gut Schaden machen, eine ganze Zeit lang. Nein, geh doch da hoch. Geh doch da hoch, Link. So. Wir hatten die Waffe, na ja. Wow. Ach, Mann. Aber das heißt, wenn ich auf dem drauf bin, kann er mir trotzdem richtig Schaden machen. Einfach, weil ich drauf bin. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt ist er ganz woanders. Ja, cool. Tolle Wurst. Ach, es bringt mir alles nichts. Ich weiß trotzdem nicht, wohin ich soll mit dieser Höhle. Ich weiß nicht. Nee, dann gehen wir hier erstmal wieder weg. Wir finden schon irgendwas, wo wir ein bisschen mehr anfangen können. Vielleicht gehen wir mal zu dem komischen Kreis da. Da ist bestimmt auch was Tolles. Ich meine, das ist so das Nächste hier. Vielleicht erfahren wir da ja irgendwas. Da ist zum Beispiel ein Mensch. Hua! Okay. Oh, verflixt. Direktor Dumster, geht es dir gut? Ach, hier ist Dumster. Ja gut, das ist sicherlich wichtig. Ah, was habe ich nur angerichtet? Oh nein, Direktor Dumster, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung von Direktor Dumster, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung. Du kennst Direktor Dumster nicht. Dabei wurde er von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihrem Auftrag stellt er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dumster aus dem Boden gestampft und zu einem, nein, dem Führer. Ich war noch gar nicht damit fertig, dir von Direktor Dumsters Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gerne darüber, weil es die Leute jedes Mal von Neid erblassen lässt, aber ich habe von Direktor Dumster höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgabe besteht darin, allerorten Schilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Dumster zu werben. Ich überspringe das mal ein bisschen. Ja. Ja, lass doch mal los. So, als erstes... Zeitumkehr hat nicht funktioniert. Mein Gott, Kerl. Wir kleben das einmal fest hier. Das geht gar nicht, oder was? Ich dachte, ich kann es da festkleben. Dann muss ich hier ein Brett nehmen. So, lass doch mal los. Großartig, es steht von alleine, ganz ohne ihn zu stützen. Das ist ja genial, wieso ist mir das noch nicht schon viel früher eingefallen? Na klar, wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Ach ja. Ja, genau so habe ich das gebaut. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild im Boden fest verankern.
Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Hey, hey, Geld. Schleichpilz-Reisbällchen. Okay. Eine Donnerblume. Okay. Das war ja interessant. So, kann man Pferde hier noch genauso schön tamen wie sonst auch? Weil dann könnten wir uns mal ein bisschen schneller fortbewegen. Hat gut funktioniert. Du bist mir. Du bist mir. Tätscheln, L. Wir haben ein Pferd, unfassbar. Okay, hier ist scheinbar ein Dorf. Gehen wir doch mal da lang. Das erinnert mich ein bisschen. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr. Was ist los? Hallo? Das erinnert mich ein bisschen an den Weg nach Kakariko aus Breath of the Wild. Hallo. Da waren auch so... Halt, stopp. Beruhig dich doch mal. Klammerkröte. Komm ich da ran? Yes. Kann nasse... Aha, die kann an nassen Sachen hochklettern. Interessant. Langsam. Hier können wir einmal rein. Da ist nämlich eine Truhe. Mit Bernstein. Chillig. Da oben ist auch irgendwas. Moment. Schleichling. Wie lange nehme ich auf? Och nee, wir sind schon wieder bei der Stunde. Ach nee. Hyrule-Tomate. Okay. Ich höre gleich auf. Weit verbreitete Frucht. Okay. Füllt mehrere Herzen auf. Gut. Ist das jetzt unterhalb von diesem Kreis? Oder was? Also ich hoffe ja gerade fast, dass das hier Kakariko wird, weil die Richtung passt, ne? Also die Richtung passt halt total. Oh mein Gott, das wäre... Ach nee, jetzt... Dann klettern wir jetzt halt nicht da hoch, mein Gott. So, hallo, nicht einfach abhauen. Kollege. Wir sind noch nicht fertig. Oh, was ist denn mit dir? Ich hab dich doch schon so ein bisschen noch nicht so richtig scheinbar gezähmt. Bist du jetzt stuck oder was? Okay. Alter, der will überhaupt nicht, wohin ich will. Wenn das jetzt Kakariko ist, ich beende sofort den Part und mache einen neuen auf. Das ist safe Kakariko. Oh mein Gott, ja. Okay, wir haben immerhin was erreicht. Ich bin in Kakariko angekommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.